Und damit nach wer weiß wie langer Zeit nochmal hallo und herzlich willkommen zu Mario Kart 8 Deluxe. Mein Name ist Simon, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde ganz gerne heute mal eine kleine Blind-Fahr-Reaction machen. Also ich würde euch gerne mitnehmen, wenn ich das erste Mal in die jetzt gerade erschienenen ersten beiden Cups des Mario hier Booster-Streckenpasses reinzuschauen. War das gerade ein deutscher Satz? Ich zweifle arg daran. Naja, ich würde sagen, in diesem Video nehmen wir uns mal den goldenen Turbo Cup vor. Und ich meine, offensichtlich sieht man hier, was es für Strecken sind, aber ich bin jetzt noch keine davon selber gefahren. Zumindest in diesem Mario Kart nicht. Wenn ich nach oben gucke, dann kietet ja manchmal meine Augen so gruselig aus, dass ich gucke lieber Richtung Kamera, das ergibt wahrscheinlich mehr Sinn. Ja, und ich würde sagen, wir reden gar nicht großartig drumherum, sondern starten direkt mal rein und schauen mal, was es hier Neues gibt. Ich werde auch später noch ein paar Worte zu dem DLC allgemein sagen, aber nicht jetzt am Anfang. Das machen wir irgendwann, werden wir fahren, damit es auch schön chaotisch wird. Gucken wir uns mal die erste Strecke an. Wir befinden uns hier mitten in Paris. Das hier dürfte eine der Strecken sein, die aus dem Mario Kart Tour kommt. Also aus dem Mobile Game. Es ist ja so, dass prinzipiell alle Strecken, die neu sind, einfach aus dem Mobile Game importiert wurden. Da kann man jetzt sagen, dass das ein bisschen faul ist. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber wenn man so lange keinen Mario Kart mehr hatte, dann gibt man sich wahrscheinlich auch irgendwo schon mit sowas zufrieden. Also es ist halt tatsächlich vom Ansatz her, ich kenne die Strecke halt null, es ist vom Ansatz her tatsächlich relativ low effort. Also die Strecken sind wirklich reinkopiert, ein bisschen, ja, also die Texturen sind auch nicht, also ne, ja, ein bisschen, oh, das hat funktioniert, ein bisschen höher skaliert halt vielleicht, aber ansonsten wurde nicht so viel verändert, was man bei Strecken wie diesen hier merkt. Also die Strecke hier hat irgendwie jetzt nicht so hammer viel zu bieten. Aber wenn man jetzt Strecken hat, die halt von einem der älteren Mario Kart Teile, von der Wii zum Beispiel, hier auf die, erst in die Mobile App und dann hier auf die Switch gebracht wurden, bei denen wird es vermutlich nicht so schlimm sein. Ja. Aber ist eine ganz nette Strecke. Wir fahren jetzt gerade immer nur eine Route, aber ich kenne mich halt wirklich null aus. Oh, hier kann man fliegen. Ah, das ist jetzt aus dem Boden gefahren für die letzte Runde. Warte, mir kommt jemand entgegen. Fahre ich falsch rum? Nein. Ist mir da gerade jemand? Ich habe absolut keine Orientierung. Es ist ja komplett crazy. Ach, die Strecke ist... LOL. Okay, das hat mich jetzt schon ein bisschen gecatcht. Da hat sich irgendwie ein anderer Weg geöffnet. Und wir sind quasi einen Teil nochmal zurückgefahren oder sowas. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Was natürlich komplett verrückt ist. Aber was eine ganz coole Mechanik ist. Das habe ich nicht kommen sehen. Ah! Ziel, erster. Erste Strecke hat mich schon mal überrascht. Also entweder das ist jetzt so, wie ich sage, und es hat sich ein anderer geöffnet. Oder ich bin einfach die ersten beiden Runden einen komplett anderen Weg gefahren und habe es null gerafft. Eins von beiden. Das könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich aussuchen. Ja doch, aber Mario Kart macht auf jeden Fall noch Laune. Gucken wir mal. Goldener Turbo Cup. Das ist von Mario Kart 7 für den 3DS. Immer noch einer meiner liebsten Mario Kart Teile, beziehungsweise einer der Teile, die ich auf jeden Fall am aktivsten gespielt habe. Also Mario Kart 7 für den 3DS bin ich auch wirklich viel online gefahren. Und ich glaube auch, dass ich halbwegs gut in dem war, was ich da gemacht habe. Anders als hier. Gut, und hier würde ich jetzt sagen, wenn man sich jetzt zum Beispiel rechts das Gras anschaut, man sieht halt, dass es für eine Handy-App gemacht ist, ne? Also es ist halt einfach eine grüne Ebene, aber so wirklich eine großartige, schöne Textur oder so liegt da jetzt nicht drauf.
Mario Kart. aber Donkey Kong sieht schön aus. Es ist schon stimmig. Es ist halt auch allgemein ein echt hübsches Game. Mario Kart 8 Deluxe. Das war dumm. Ich erinnere mich. Also das Spiel an sich ist hübsch und von daher sind auch diese Strecken hier relativ hübsch. Es ist ja eh, finde ich, krass, was sie aus der Nintendo Switch rausholen bei Mario Kart. Stimmt, auf der Strecke habe ich mal damals beim 3DS so einen Zeitfahrwettbewerb mitgemacht. Ich erinnere mich. Jetzt das Ende, da kam mir da doch sehr bekannt vor. Okay, anderes Thema. Auch warum ich hier so scheiße fahre, kann ich jetzt nicht... Ja, das könnte sich gleich direkt wieder rächen. Ungefähr so. Ja, okay. Wo waren wir eben stehen geblieben? Ich habe absolut keine Idee mehr. Ah, wir haben gewonnen. Also Mario Kart spielen und über Themen reden ist eine ganz schlechte Kombination. Das kann ich wirklich niemandem empfehlen. Nächstes Rennen. Aber war eine okay Strecke. War halt auf dem Level von der Marios Piste, erstaunlicherweise. Schokosumpf, N64. Den habe ich mal gespielt. Auf dem N64. Allerdings auch nur bei einem Kumpel, der damals einen hatte. Und auch nur irgendwie ein-, zweimal gefahren. Von daher absolut keine Erinnerung an das, was hier passiert. Wobei sich hier ja auch garantiert was getan haben wird. Okay, das haben wir nochmal halbwegs gut hinbekommen. Oh, das hier sind die Sachen, wo... Ah. Aber die hat auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen, so auf Anhieb einen ganz guten Flow, die Strecke. Das ist ja eh immer wichtig beim Mario Kart. Es fühlt sich halt, Mario Kart fühlt sich halt einfach geil an. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Strecken darauf ausgelegt sind, dass sie sich auch geil anfühlen. Ich weiß auch wieder, wo ich eben war, wo ich dann vergessen habe, was ich sagen wollte. Und zwar, dass ich es eh krass finde, was sie für Mario Kart 8 Deluxe aus der Switch rausholen, wie hübsch das ist auf der Switch. Und dass auch genau das der Grund ist, warum ich tatsächlich nie mit einem Mario Kart 9 für die Switch gerechnet habe. Allerdings auch nicht mit 48 neuen Strecken per DLC. Also ich habe immer gehofft, dass mal was DLC-mäßiges kommt. Ich meine, ich hätte auch 16 Strecken, die komplett neu wären, genommen, glaube ich, als 48, die vom Handy importiert sind. Aber wenigstens haben wir neue Strecken, die wir fahren können. Und preislich finde ich mit 25 Euro für 48 Strecken ist es auch in Ordnung. Also man kann sich natürlich ein bisschen drüber beschweren, aber man kann auch Freude an den Strecken haben. So ist es nicht. Oh, kein Item erwischt. Also Mario Kart 9 würde ich, also jetzt würde ich sagen, eh frühestens mit der nächsten Konsolengeneration. Aber es wäre auch, ich weiß, das ist immer leicht, das im Nachhinein zu sagen, aber es wäre auch mein Tipp gewesen, weil ich einfach nicht gesehen habe, dass was für ein Sprung von 8 Deluxe zu 9 kommen sollte, der ein neues Spiel auf der Switch rechtfertigt. Von daher. Aber die Strecke war ganz cool. Die gefällt mir. Ziemlich flowy. Und jetzt noch die Kokospromenade von der Wii. Habe ich auf der Wii unglaublich viel gespielt, die Strecke. Mit einem Kumpel. Und ich glaube, die gab es auch auf dem 3DS. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine, ich hätte irgendwie sowas im Kopf gehabt. Aber auf jeden Fall eine coole Strecke. Die Kernmechanik der Rolltreppen. Hier eine Seite ist immer schnell, eine ist langsam. Man kann hier oben und unten rumfahren. Und die Mucke ist halt einfach geil.
Es gab auch irgendwo, ich habe es jetzt gar nicht gesehen, irgendwo gibt es auch eine Abkürzung, die man nur mit einem Turbopilz fahren kann in dieser Promenade. Die müssen wir uns nachher mal anschauen. Vielleicht. Oh. RIP. Und ich kenne jetzt auch nur die Wii-Version der Strecke und da waren das so bewegliche Pappaufstelle-Autos quasi, die so Hindernisse simuliert haben. Hier rechts, da war die Abkürzung, okay. In der Version, beziehungsweise in der Mario Kart Tour-Version, sind es ja anscheinend Autos, die da einfach stehen. Was ein bisschen schade ist, weil ich glaube, dass die Autos, wie sie auf der Wii waren, ein größeres Risiko waren. Eben weil sie sich noch bewegt haben. Weil vielleicht. Vielleicht fangen die ja jetzt hier in den nächsten Runden auch an, sich zu bewegen. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht vorhersehen. Aber bislang stehen sie noch an Ort und Stelle. Okay, komm schon, gib uns mal einen Turbopilz schnell. Nee, also hier rechts rein wäre der Shortcut gewesen. Dann springt man hier von diesem Balkon runter. Ah. Die Kurve tat ein bisschen weh. Genau, hier könnte man auch unten rum, aber das ist tatsächlich. Das ist pures Muscle Memory von der Wii, dass ich hier oben rumfahre. Na, schade, ihr steht immer noch an Ort und Stelle. Okay, aber man merkt, die Strecke hatte ich schon ein bisschen mehr im Kopf. Da sind wir ein bisschen besser durchgefloht. Wir haben übrigens jetzt 150 CCM gespielt. Die ganze Zeit. Ich gehe mal ganz kurz in Highlights ansehen. Dann gucken wir, ach, das ist jetzt nur dieses Rennen. Aber dann sage ich vielleicht noch mal ein paar Worte zu dem ersten Cup, wie ich ihn jetzt fand. Ich finde, es ist natürlich immer schwierig, das ist ein absoluter Ersteindruck, ne? Man muss die Strecken ein paar Mal fahren. Ich bin auch kein Mario Kart Profi, weiß Gott nicht. Ich glaube, dass ich einen ganz soliden Fahrstil habe und halt schon relativ viel Mario Kart gespielt habe, aber das, meine Mario Kart Hochzeit ist halt wirklich schon länger her. Aber doch, die Strecken haben mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Man sieht ihnen an, dass sie von Mario Kart Tour kommen, dass sie vom Handy kommen, das sieht man ihnen schon an. Finde ich es dramatisch? Nö. Kann man Spaß damit haben? Ja. Werde ich Spaß damit haben? Garantiert. Anders wäre es bestimmt cooler gewesen, aber ja. So ist Nintendo halt. Man kann sich vieles wünschen und das, was man bekommt, das widerspricht dann öfters mal dem, was man sich wünscht, aber damit muss man in der heutigen Zeit leben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieser kleine erster Eindruck gefallen hat. Ich werde jetzt direkt nochmal die nächsten Cups anschmeißen, dann gucken wir uns die auch an. Die nächsten Cups, den nächsten Cup, die nächsten Strecken. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute!